Willkommen zurück in Gilbert's Band of Dragons, immer noch im Yonk-Reaktor. Tiefste Geheimnisse, das ist unsere aktuelle aktuelle Geschichtsdrang. Und wir haben hier diese eine Dings da mit dem Lost Passwort, das haben wir da irgendwie, entweder habe ich es verkackt oder was auch immer, aber zumindest... Wieso wisst ihr so viel über diesen anderen Weg durch den Reaktor? Nun, schon gut. Vergesst einfach, dass ich gefragt habe. Vielleicht habe ich es auch nicht verkackt, vielleicht triggert das noch irgendwann mal, wird abgeschlossen, aber eventuell habe ich es verkackt. Aber ich habe zumindest hier dieses, das kann ich, kann ich nicht aktivieren. Ach doch, Material lagern. Stimmt. Warum machen wir das? Hier ist nämlich die kleine Zugangskarte, trägt entlang der Karte eine Reihe von Zahlen und Buchstaben. Eventuell ist das wichtig, dass wir damit dann irgendwas machen können und ich kann dann das also quasi geheim halten, dass ich das habe. Und dann triggert das ein doch Lost Passwort oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht ja jetzt. Ne, geht aber noch auf. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst im Jadebot-Lehrgang. Ich frage mich... Dieser Reaktor unterscheidet sich nicht sehr von Taumanova. Dort bin ich Anka zum ersten Mal begegnet. Scarlet hat es zerstört. Damals war das unsere Welt. Unser Zuhause. Unsere Freunde. Und dann war alles dahin. Ich konnte nicht mehr bleiben. Ich musste da weg. Ich habe versucht nachzuvollziehen, warum Anka zu der wurde, die sie ist. Meint ihr, es ist, weil... Wir alle wählen unseren eigenen Weg, Gorik. Manche Dinge liegen außerhalb unserer Kontrolle. Anka hat sich in den Nebeln verändert. Sie hat... schreckliche Dinge getan. Ich hätte sie aufhalten sollen. Ich war ihr Captain. Wenn irgendjemand für dieses Chaos verantwortlich ist, dann bin ich es. Und deshalb bin ich diejenige, die es beseitigen muss. Ja, da hat sie sich was vorgenommen. So, Austausch. Ihr betrachtet die verschiedenen Funktionen der Konsolenschnittstelle und entdeckt eine, welche die Energie von der Barriere zum daran angedachten Verteilerkasten umleitet. Machen wir das mal. Ja. Dann hier wieder. Ah, fuck. Seht ihr das? Wir brauchen eine Jadebatterie, oder? Oder nicht? Weil es funktioniert nicht. Entweder ist es ein Fehler, aber ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist. Ich glaube eher, dass wir eine Jadebatterie brauchen. Oder können wir das hier wieder benutzen? Ah, nee. Ah, okay. Hier bekommen wir die Jadebatterie wieder raus. Energieleitung. Und jetzt können wir das hier reinmachen. Okay. So, jetzt. Ah, ja, okay. Ups. Nee, nochmal rein. Was haben wir verkackt? So. Rausnehmen. Okay. Ah, jetzt brauchen wir zwei Jadebatterien. Zum Glück ist da ja noch eine. So. Und die holen wir uns. Und bauen die hier ein. Triggern das und nehmen die natürlich auch wieder raus. So. Jetzt brauchen wir drei. Wichtig hierbei natürlich... Oh, Anka. Dass ich euch hier treffe, Mai. Sieht aus, als hättet ihr neue Freunde gefunden. Ihr scheint mir ein bisschen verärgert zu sein. Welchen Plan verfolgt ihr hier? Man muss ja nicht gleich alles verraten. Vielleicht wollte ich nur diesen visionären Reaktor mit eigenen Augen sehen. Wirklich beeindruckend. Erinnert mich an früher.
Ihr könnt die Ätherklingen haben. Ich übertrage euch jegliche Autorität. Hauptsache, ihr hört auf mit dem, was ihr hier tut. Ich überbringe ungern schlechte Nachrichten, aber die Klingen gehören mir schon. Ich musste sie nicht erst lange überreden. Die Crew ist sich einig. Ihr habt es nicht mehr drauf, Captain. Ihr habt in den Nebeln dasselbe gesehen wie ich. Die reiche Dame möchte den Drachenzyklus kontrollieren. Aber das Chaos lässt sich nicht kontrollieren. Ich glaube an Jane. Zu schade. Ich würde gern bleiben und von alten Zeiten reden, aber ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Anka! Gorik. Ich muss euch etwas sagen. Alles, was ihr getan habt, ihr seid eine Lügnerin, Anka! Auf Wiedersehen, Gorik. Gorik. Ich will mal kurz was gucken. Hat sich die... Kommandeur? Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Ich versuche nicht, das Schlimmste anzunehmen, aber ich habe den Kontakt zu meinem Reaktor verloren. Zu meinem Lebenswerk. Ich weiß nicht, was ihr da tut. Falls ihr euch als eine Art Befreier für Sovon seht, dann macht ihr einen großen Fehler. Nee, also ich weiß nicht, ob ich mich als Befreier für Sovon sehe, aber es ist ja wohl offensichtlich, dass Sovon in Gefahr ist. Ich will mal kurz gucken. Irgendwie, ja doch, die Sonnenschilder sind noch so, wie ich es... Ja, es ist ganz merkwürdig. Manche Sachen sind halt einfach super leise, manche sind wieder super laut. Also ich verstehe es halt teilweise nicht. Also wenn ich hier vielleicht ab und zu mal nichts versteht. Ja, das ist hier mit der Soundabmischung auch ein bisschen komisch. So, eine Batterie brauche ich noch. Warte, ist das das Suwon? Ja, guck mal, da ist doch so ein Schwanz. Das sieht doch aus wie Suwon, ne? Guck mal kurz, ich kann ja zwei Batterien tragen. Ich kann sogar drei tragen, okay. Aber dadurch, dass ich drei tragen kann, das ist, glaube ich, nur storyrelevant. Ich kann nicht drei tragen, weil ich das eigentlich noch nicht geskillt habe. Okay, die sieht aber sehr danach aus, als wäre sie hier doch festgehalten. Also nicht wie, als wäre sie wirklich da, weil sie Bock drauf hat. Orange Champion, ihr habt es geschafft. Ich bin dankbar, dass ich euch endlich begegnen darf. Suwon. Ihr seid gekommen, um mich zu retten, oder? Das weiß ich zu würdigen. Aber ich muss nicht gerettet werden. Jedenfalls nicht vor June. Ihr seid tatsächlich freiwillig hier? Ich war es, die ihr dieses Arrangement vorgeschlagen hat. Sie ist kühn, findet ihr nicht? Dieser Ort, er regelt den Fluss der Magie zwischen mir und Tyrias Leylinien. Regelt? June verwendet ein anderes Wort. Moduliert. Sie nimmt die Magie, die ich ausströme, um daraus neue Drachenjade herzustellen. Ein äußerst harmonisches Arrangement. Moment mal. Die anderen Altdrachen, wir haben sie getötet. Ein Teil dieser Magie ist Orin zugeflossen, aber der Rest... Kehrte zurück zum Netz der Leylinien und dann zu mir. Ihr habt getan, was ihr musstet, aber allein kann ich die Magie nicht filtern. Auch als meine Kinder noch lebten, konnten wir sie nicht gemeinsam filtern. Als sie der Reihe nach fielen, wurde die Magie immer weiter verdorben. Jetzt wird sie zu etwas anderem. Etwas, das sich mit dem sterblichen Leben nicht verträgt. Ich habe meine Schützlinge lange Zeit davon abgeschirmt. Doch ich kann den Fluss der Magie nicht mehr lange aufhalten. Wenn ich fort bin, wird ganz Tyria zerstört. Alles Leben ausgelöscht. Es muss doch möglich sein, das zu verhindern.
Orin, die Nachkommen. Sie kann alle Magie der Welt filtern. Aber sie muss dafür bereit sein. Ohne mich wird die Magie wie ein Tsunami durch sie hindurchbrechen. Ich hatte eigentlich vor, ihr mehr Zeit zu geben, damit sie in die Rolle hineinwachsen kann. Aber es sieht so aus, als hätte ich keine Zeit mehr übrig. Das stimmt. Das stimmt. Ihr seid in Gefahr, Suvon. June hat die Kontrolle über den Reaktor verloren. Ich weiß. Zu hoffen, ich könne hier für immer bleiben, das war naives Wunschdenken von mir. Solche sterblichen Fantasien ziemen sich nicht für einen Altdrachen. Kümmert euch um Orin. Das ist die Rolle eines Champions. Und versucht bitte nicht, mich zu retten. Wartet, Suvon. Was soll das heißen? Suvon? Ihr seid zurück. Schnell, wir müssen uns beeilen. So, jetzt können wir mal sehen, wie Suvon aussieht. Ja, es, natürlich, also wie man es erkennt, das ist Bubbles. Das, Leute, ist Bubbles. Jetzt wissen wir überhaupt, wie die aussieht. Ja, die ist halt so eine Schlange, ne? Also die halt... Japanische Drachen. Hier hin wollen wir. Eure Seele ist schmerzverzerrt, kleines Wesen. Glaubt ihr denn, ich will euch Böses? Eure gesamte Existenz ist böse, Altdrache. In diesem Leben bin ich nicht mehr als eine Ameise. Das, was ich gleich tun werde, um den Zyklus zu unterbrechen, wird eine bessere Welt ermöglichen. Versprochen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Kommandeur. Anker! Nicht! Das ist nicht gut. Es hat angefangen. Wenn die Zeit kommt, muss der Zyklus enden. Versprecht mir das! Kommandeur! Kommandeur! Alles in Ordnung? Mir geht es gut. Das ist Orins gestohlene Magie! Anka hat den Extraktor entfesselt. Wenn eure Beine euch tragen, müssen wir hier raus. Jetzt! Folgt mir! Wir müssen Suvon helfen. Wir können sie nicht einfach... Reaktorfunktionsstörung entdeckt. Status kritisch. Oh, das ist schlimm! Kommandeur! Wenn der Reaktor in die Luft geht, ist alles egal! Gorik. Wie viel Zeit haben wir hier noch? Ich weiß nicht. Der Brand hat die gesamte strukturelle Integrität ins Wanken gebracht. Was geht hier vor? Also Warden können wir scheinbar nicht retten. Jetzt geht's los. Nimm den Aufzug ins Kontrollzentrum. Kann ich jetzt hier mal durch? Achso, okay. Geht einfach auf. Aufzug nehmen. Der fährt ziemlich langsam. Ich glaube da... Okay, da werden wir noch ein bisschen was sehen, ne? Die wabbelt da jetzt so ein bisschen rum. Gucken. Da passiert auch jetzt gleich noch was. Da! Alchemie! Zur Hölle war das denn? Hauptenergiekupplungen abgeschaltet. Umleitung auf Reserveenergie erfolgt. Deshalb heißt es wohl, in Notfällen solle man die Treppe benutzen. Wir haben 5 Altdrachen und einen Kriegsgott überlebt. Und dann sterben wir in einem Aufzug. War ja klar. Achtung, Sicherheitskammer wurde geöffnet. Primäres Subjekt nicht gefunden. Nicht erkannt? Suvon ist entkommen. Das war die ganze Zeit Ankers Plan. Ja, der Stromnetz überlastet. Reaktortemperatur steigt. Das ist schlimm. Was bedeutet das genau? Das alles hier geht gleich hoch. Und nicht nur das. Kein engs ganzes Drachenjade-Netzwerk wird für überschüssiger Magie überfließen. Die Explosion wird sein wie viele Taumanova-Vorfälle gleichzeitig. Der Verlust von Leben wird erschreckend sein. Wie gebieten wir dem Einhalt? Da vorne ist ein Kontrollraum. Wenn wir dorthin gelangen, kann ich alles herunterfahren. Herunterfahren?
June hat euch gezeigt, wie man das macht? Nein. Jemand anderes. Na dann. Unser Schicksal liegt jetzt in den Händen eines besoffenen Piratenkapitäns und ihrer unsichtbaren psychopathischen Freundin. Leider bin ich völlig nüchtern. Aber wenn wir hier rauskommen, gebt ihr mir einen aus. Ja, sicherlich. Das. Wow, und das slidet wieder mein Pad hoch. Ein ganz komischer Fehler. Aber das ist natürlich jetzt alles ein bisschen eskaliert, würde ich sagen. Hier müssen wir doch durch, oder? Meid drin? Würdet ihr vielleicht, wärt ihr so freundlich, diese Tür zu öffnen? Captain Trin, wir sind gekommen, um ein Begräbnis, das Seeleuten gebührt. Halt die Fresse, Trohörn! Niemand mag dich! Das haben schon bessere Piraten als ihr versucht. Boah, wenn ich Trohörns Stimme höre, dann raste ich schon aus. Ich bin Trohörn, Trohörn ist einfach der schlimmste Charakter aus Guild Wars 2. Jeder, der ihn mag, der hat einfach keine Ahnung. Einfach nur grässlich, dieser Typ. Und jedes Mal, wenn ich seine Stimme höre, dann, dann erinnert mich das an diesen Typen. An Trohörn. Der einfach nichts macht, oben auf der Brücke steht, oben auf der Brücke steht und sagt, passt auf! Und am Ende sagt, ey, wir haben das ja alle gemeinsam richtig gut gemacht, aber der stand da nur und hat nichts gemacht. Röhn ist aber noch komplett doof. Weil es ist schlimm, dass man den überall hören muss. Hey, das ist super. Ich meine, hallo? Du hast dir Nahkampf des Todes und sowas alles, ne? So. Wow! Was ist hier los? Das finde ich aber. Also ich meine, man soll ja zumindest ein bisschen eine Chance haben, mit Nahkampf ja auch mal was zu reißen. Ne? Also wenn du hier eine Klasse bist, die nur Nahkampf kann, dann. Bist du ja hart am Arsch. Ist ja wohl nicht gedacht, dass du dich nur durchstirbst. Alter. Geht doch. Nein, geht nicht! Der wird teleportiert. Dreistigkeit! Fucking hell. Ihr verräterisches Stück. Ist jetzt auch egal. Schade. Ich hätte so gern das Feuerwerk gesehen. Findet den Kontrollraum. Sind wir da nicht schon längst? Evakuiert auf schnellstem Wege. Wahrscheinlich hoch, oder? Sie haben diese Mechaniker einfach abgeschlachtet. Gute Hilfe. Ist schwer zu finden. Ich habe eine Drachenkammer. Hier ist. Ah, wahrscheinlich da oben, ne? Redet hier die ganze Zeit, man hört die aber nicht wirklich. Meine Trennung so kämpfen hier im Moment. Wahrscheinlich hier oben, oder? Doch meistens so, dass es hier oben dann immer ist. Okay, mein Trin macht nichts. Mein Trin, hier ist die Konsole, kannst du die hacken? Doch wahrscheinlich hier. Oder? Wahrscheinlich hier.
Muss ich hier was einfügen? Nee, muss ich nicht. Okay. Kann ich hier durch? Nicht durch? Achso, okay. Ja, ist es hier auch nicht. Wo zum Teufel ist denn Energiekontrollzentrum? Achso, wir müssen auch optional die Arbeiter besiegen. Findet den Kontrollraum, ja. Weil jetzt habe ich den noch nicht gefunden. Ich will dich jetzt alle hier besiegen. Aber ganz schön viele. Ich habe nicht mal so viel Zeit. Ja, wir werden das wahrscheinlich nicht machen mit denen, dass wir die ganzen töten hier. Weil es einfach zu lange dauert. Also. Bringt mich rein? Ja. Ja, gut. Da oben. Ja, okay, geh ich dann da mal hin. So, ich mache mir nochmal optional hier so ein paar Angriffe. Ja, vielleicht machen wir das. Vielleicht kriegen wir das doch hin. Oh, scheiße! Und evakuiert auf schnellstem Wege. Wo sind denn hier die? Da hinten. Da ist noch einer. Mal, die Map dauert nicht mal so lange. Arena Net, warum packt ein Gegner in die Felsen da rein, wo man dann auch nichts machen kann, ey. Boah. Also Gegnerplatzierung, das ist immer sowas, was die nicht können. Das können die einfach nicht. Das haben wir schon in AOT gesehen. Da haben sie es ja auch nicht hingekriegt. Ne? Taschenraptoren, sowas, das ist die Hölle gewesen. Und auch andere Gegner da in AOT. Das haben sie ja extra noch mal ein bisschen genervt. Also jetzt nicht die Taschenraptoren, die sind immer noch sehr OP. Aber die teilweise so paar Gegner haben sich halt genervt, damit man dann auch alleine in AOT dann umgeistern kann, wenn man möchte. Was am Anfang ja nicht möglich war, weil man da mit der Gruppe rein musste, in die Gebiete, da ansonsten die Gegner einen hart weggeballert haben. Bewahrt bitte Ruhe und evakuiert auf schnellstem Weg. Was unter anderem auch mit der echt schrecklichen Gegnerplatzierung zu tun hatte, die immer noch schrecklich ist, aber zumindest ballern die Gegner einen da nicht mehr so hart weg. Also da ist ArenaNet einfach nicht gut drin. Gut, hier in End of Dragons, da läuft ganz schön viel schief. Also da läuft nicht nur die Gegnerplatzierung schief, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, und auch in den Fels ist das gar nicht mal so schlimm. Dann eher so die Sachen, dass hier, ja, ich sag mal, hier sind so Sachen buggy wie... Ist euch bestimmt schon passiert, ne? Schwarzes Gras, schwarze Bäume, schwarze Wände haben wir ja selber schon gesehen in den letzten Folgen. Oder in der letzten einer Folge, ne? Da ist ja mitbekommen, dass ich da schwarze Wände hatte. Flackernde Grafiken. Auf einmal stürzt das Spiel mitten im Kampf ab, weil das Spiel so hart rumruckelt. Ganz viele verschiedene merkwürdige Sachen, die passieren. Und ja. Das hat ArenaNet nicht bemerkt. Im Anzeigebereich der Konsole seht ihr eine Reihe von Symbolen und Zahlen, welche die Funktion der Tür zu steuern scheinen. Neben der Anzeige ist eine kleine Metallplatte an der Konsole festgeschraubt. Benutzt euren Fußschlüssel, um die Konsole zu zertrümmern. Okay. Mai, wir können nicht zu euch. Ich hab's von hier. Wir haben's.
raus mit euch, solange ihr noch könnt. Das könnt ihr nicht allein. Ich bin nicht allein. Wir können hier unten nichts mehr tun. Wir müssen rauf zur Oberfläche und die Stadt warnen. Ich werde nicht weglaufen und zulassen, dass Kai Neng komplett zerstört wird. Kommandeur, mir gefällt das auch nicht. Aber Mai ist unsere einzige Chance. Marjorie hat recht. Und wenn sie es nicht schafft... Das Beste, das wir tun können, ist, so viele Leute wie möglich zu warnen. Verdammt, also schön. Wie kommen wir hier raus? Über die Rampe. Beim Öffnen des Kontrollraums habe ich dort noch einen Wartungskorridor gesehen. Okay. Das Zugriff. Ist ja... Der Bahntunnel. Der müsste uns zum Eingang zurückbringen. Euer Wunsch wird wohl erfüllt. Wir fahren nochmal mit dem Ding. Ja! Wuhu! Hey, ich habe den Anschluss abgeschlossen, obwohl ich es eigentlich gar nicht vorhatte, aber gut. Oh, warum habt ihr das getan? Habt dafür jetzt keinen Nerv. Hä? Ich allerdings auch nicht. Da ist Mai. Oh, was passiert jetzt? Temperatur des Reaktors stabilisiert. Das hättet ihr nicht tun sollen. Ich hätte euch nicht aufnehmen sollen. Es hat zu lang gebraucht, bis ich sah, wie leer ihr seid. Wenn ich die Wahl habe zwischen Leere und Hybris, wähle ich die Leere. Ihr und diese Frau, ihr wollt Götter werden. Ich will sie bloß zerstören. Ich wollte etwas mehr von meinem Leben. Ein Ziel, Stabilität, eine Bedeutung. Dann habt ihr euch den falschen Beruf ausgesucht, Kapitän. Ich schätze, ihr hattet recht. Nein, klar. Immer noch keine Sicht. Kapitän Anker hier. Treffen wir uns im Versteck. Oh, neue Feindin. Mai Trin. Sie... Sie hat uns gerettet. Und alle anderen in Kai Neng. Sie ist als Heldin gestorben. Anker hat sie getötet. Sie hat Mai Trin umgebracht. Sie muss dafür bezahlen, Kommandeur. Dieses sinnlose Töten und... Sie muss bezahlen. Gorik, wir werden dafür sorgen. Gorik wieder am Ausrasten. Eindringlinge im Reaktor. Hier spricht Hauptmann Fahr von der Junlai-Wacheinheit. Ihr seid alle verhaftet wegen der Zerstörung von Junlai-Eigentum, terroristischen Handlungen und Industriespionage. Legt eure Waffen nieder und ergebt euch auf der Stelle. Nichtbeachtung dieser Aufforderung hat feindliches Eingreifen unsererseits zur Folge, sobald wir das Gebäude betreten. Ich glaube nicht, dass wir viel Gelegenheit für Erklärungen haben werden. Aus Ihrer Sicht sieht es ziemlich übel aus. Also, ich werde hier nicht dumm rumstehen und als Sündenbock herhalten. Was meint Ihr, Kommandeur? Sollten wir uns nicht lieber verdrücken? Klingt nach einer guten Idee. Wenn die Behörden hinter uns her sind, sollten sich unsere Wege erstmal trennen. Ich kümmere mich um Gorik. Wir treffen uns später. Ohne den Yong-Reaktor... Ja, die Folge wird ein bisschen länger gehen. Aber ich denke mal, das wird nicht so das Problem sein. Oh, und schon fertig.
Ja, da... What? Never ever. Hä? Müssen wir das öfters durchballern? Also kann man das öfters, die Belohnung? Oh, ich hoffe, man kann alle irgendwann holen. Wie laut das Klacken hier übrigens ist. Klack. 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 Papier, Stein, Schere. Wieso muss man das auswählen? Wieso bekommt man nicht alle? Aber... Ich hole mir Schere. Champion, seid ihr rausgekommen? Mir geht es gut. Aber Anka hat Suwon freigelassen. Hast du eine Genehmigung? Ich weiß. Hallo. Ich bin hier auf der Spur. Ich bin befugt, diese Gegenstände hier zu spielen. Wir sind hier auf der Spur. Suwons Verstand liegt im Chaos. So wie Krakatorix, nur schlimmer. Machst du Witze? Sie ist unterwegs nach Osten und versucht, Unterschlupf zu finden. Ich werde mein Bestes tun, um ihr zu folgen. Nach Osten? In Ordnung, ich werde dir folgen. Ach, vergiss es. Treuhörn, halte deine Fresse, verdammt! Wozu zahle ich eigentlich Beiträge? Das finde ich halt eh sowieso doof. Ich finde, wenn irgendwie so Story-Abschnitte kommen, wo gesprochen wird, dann sollten alle anderen Sachen, egal ob Event oder nicht, sollten einfach ausgeblendet werden. Also komplett still gemacht werden, weil das hat jetzt hart genervt gerade. Aber da konnte ich halt nichts machen. Ja, wie das mit den anderen Emotes, mit den anderen Dingern hier, weiß ich nicht. Ich würde gerne auch andere Emotes freischalten, also die anderen. Aber ich kann jetzt zumindest jetzt slash Schere machen und dann kann ich so... Ha! Was ich sehr cool finde, dass sie das eingebaut haben. Aber wie bekommt man die anderen? Vielleicht kann man dann ja nochmal die Story, den Storyabschnitt irgendwie durchmachen. Also den muss ich nochmal dann durchspielen, dann bekomme ich vielleicht als Belohnung, dann weiß ich nicht. Noch die anderen oder so, keine Ahnung, wie die das dann geplant haben. Ich lese mir nochmal hier kurz einen Brief durch. Von Navan, dringendes Treffen. Brennan Kargav, ich werde euch an eure... ich wende mich an euch auf eure Bitte der Kaiserin Inn. Ihr habt... wir haben soeben von dem Vorfall an Xunlayad und Kraftwerk erfahren. Am Kraftwerk erfahren. Und machen uns große Sorgen darüber, was das für uns alle bedeutet. Eure Landsmännin Fürstin Kaschmir hat euch in dieser Hinsicht unerschütterlich den Rücken gestärkt. Doch das Ministerium der Sicherheit plant so sofortige Maßnahmen zu ergreifen. Ich schlage vor, wir treffen uns persönlich und diskutieren die Angelegenheit, bevor weiteres geschehen kann. Ich kenne ein Sushi-Restaurant, Nikas Klinge, das einen geeigneten Ort abgeben würde. Trefft mich dort, sobald ihr könnt. Navan. Ey, geil. Sushi-Restaurant finde ich gut. So, jetzt hier handgezeichnete Karte. Diese Karte von Kainan zeigt die Adresse eines bestimmten Sushi-Restaurants im Marktdistrikt. Okay. Wahrscheinlich habe ich das aber nicht in den Inventar. Nee. Ich würde so gerne die anderen Sachen auch noch bekommen. Das wurmt mich total, dass man die nicht alle bekommt. Mittlere Handschuhe. Den Scan löschen wir, weil ich will ihn jetzt nicht anwenden. Es wurmt mich halt hart, dass wir den nicht, dass wir die anderen Sachen nicht bekommen. Und ich weiß halt, also zumindest so, wie ich es immer, also in vergangenen Dingern zumindest weiß, ist es ja so, dass wenn man nochmal die Story wiederholt, dann bekommt man die Belohnung am Ende ja nicht mehr. Und dann bekommt man ja nur einmal und dann war's das. Und das ist halt so, ich hätte gerne trotzdem die Belohnung, dass man dann trotzdem das auswählen kann. Das wäre geil. Aber es gibt bestimmt auch irgendwie, dann weiß ich nicht,
Kann man bestimmt im Internet googeln, wie man die anderen Sachen dann bekommt. Wäre doof, wenn man nicht alles dann hat oder so. Ja, dann war es das zumindest erstmal für den Anfang. Und dann werden wir beim nächsten Mal hier zu so einem Sushi-Restaurant gehen. Soll hier sein, irgendwo. Und ein bisschen Sushi essen. Also, bis dahin. Haut rein. Tschüss.